Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Raymond 2 im der Wahlbucht oder so ähnlich hieß das Level. Wahlbucht, ja. Okay, also ich habe mal in der Zwischenzeit, weil ich ja eine... Mach ich mal minimal leiser, damit ich nicht immer ins Rote reiche. Ich habe mal mein... Hallo Krabbe. Ich habe meine Anleitung mal nachgelesen. Kannst du mir wehtun? Wow. Okay, ich kann ihn drehen. Habe ich mal nachgelesen. Die Feen... Die Feen heißen scheinbar Letwies? Irgendwie sowas. Die Kreaturen, die ich Murphys genannt habe, die heißen tatsächlich alle Murphys. Warum auch nicht, nicht wahr? Die Murphys sind alle Murphys. Die Murphys spielen den Letwies gerne Streiche und klauen deren Brillen. Und weil sie das gemacht haben, konnten die ach so bösen Piraten die Feen relativ simpel einfangen. Das ist die offizielle Stellungnahme, die in der Anleitung steht. Die komischen anderen Viecher heißen scheinbar Dennys oder so ähnlich. Sind Kreaturen, die gerne rumspringen. Ja. Das ist so alles, was ich aus dem Handbuch rauslesen konnte. Ne? Die springen gerne rum. Warum macht man sowas? Warum? Ich meine, klar, die machen das, damit ich hier nicht wieder reinkomme. Den Teil verstehe ich. Aber warum tut man mir sowas an? Ne? Da sitze ich hier schon auf heißen Kohlen und bin schon wieder am Überlegen. Na, hast du auch alles eingesammelt? Ne? Kleiner dummer Kombi? Hast du? Wer weiß. Das ist nur um die... Wow. Ich hätte tatsächlich gedacht, der springt immer bei denen rum, aber nein, der will tatsächlich meinen knackigen Hintern anbeißen. Hat Raymond überhaupt... Naja. Ansonsten, interessanterweise, hier so ein kleiner Fun-Fact. Man kann doch oben rumlaufen. Das ist zwar nicht der Fun-Fact, den ich sagen wollte, aber... Fun Fact ist auch, dass in der PS, also im PS1 Handbuch, das einzige, was ich besitze, steht geschrieben. Dass der Kombi dumm ist. Das Schicksal der Welt liegt in deiner Hand. Man muss sogar oben rum. Ah, cool, das hat so ein nerviges Zelda-Ton-Ding. Das ist ja. Herz aller Liebst. Steht tatsächlich die Zahl 1000 geschrieben. Also, sie haben es nicht geändert. Im Handbuch steht, ich müsste 1000 Lumps sammeln. Hi. Wow. Was ja halt offensichtlich halt falsch ist, ne? Wir sammeln keine 1000 Lumps. Ich würde schon sagen, hast du jetzt einfach... Wie so Matt. Der hat jetzt einfach keinen Bock mehr und er sagt jetzt, nö, kämpfen werde ich nicht weiter. Ernsthaft? Wenn ich meinen Schlag aufladen könnte, dann wäre das halb so schlimm, ne? Aber das ist ja jetzt wieder... Wow. Klar, zögern wir den Kampf noch weiter hinaus. Ist okay. Kein Problem. Also ich weiß halt nicht, warum sie den Text nicht geändert haben, aber er ist nicht geändert. Es sind offiziell im Handbuch 1000 Lumps, die wir sammeln müssten. Was genau machst du? Stand ich irgendwie da drüben irgendwie. Irgendwas.
kann mir nichts anderes vorstellen. Okay. Ja, jedenfalls so viel zumindest dazu. Außerdem, kleiner Fakt noch hier am Rande, die Piraten sind tatsächlich, muss man mal so gesagt haben, es sind Weltraumpiraten. Oder mit anderen Worten, in der Theorie könnte man sagen, es sind Aliens. Was irgendwie total merkwürdig zu sagen ist. Aber ja, die große Raymond 2-Bedrohung sind de facto Aliens. Ja, jetzt muss ich nochmal ein Stückchen nach hinten, nur um zu sehen, ob ich da das habe. Aber sieht gut aus. Ja, also, es ist schon ein bisschen merkwürdig, aber ich lasse das mal einfach so stehen. So sacken, könnte man auch sagen. Ich lasse das mal einfach sacken. Wir haben einen lila Superpiraten. Der kann springen und hat eine unfassbar lange Unverwundbarkeitszeit. Wow. So kann man natürlich auch Kämpfe für sich gewinnen, wenn man einfach eine lange Unverwundbarkeitszeit hat. Ich meine, ihr seht das auch, ne? Hat es ihn jetzt bedrohlicher gemacht? Ich würde mal sagen, nein. Es hat ihn nerviger gemacht. Ja. Oh, ein lila Lum. Ein lila Launebellum. Das ist aus Metall, das kriege ich nicht kaputt. Da müsste ich was werfen. Was Explosives. Ha. Huh. Aber hier ist Durchgang. Hätte der lila Pirat das kaputt machen können? Ha. Das, interessiert mich ja jetzt schon, weil ich komme ja nirgendwo mehr hin. Muss ich gleich den Level nochmal für mich spielen und gucken, ob der blöde Pirat, beziehungsweise ob man da irgendwas machen kann. Weil offensichtlich, wenn man hinhört, ist ja scheinbar das, was ich haben will, der Käfig, da drin. Aber das hier ist ein Durchgang. Hm. Interessant. Weil wir lernen nie eine Fähigkeit, glaube ich zumindest, diese Dinge aufzumachen. Glaube ich. Na gut. Weiß gar nicht, kann Carmen mit mir reden? Sieht nicht so aus. Carmen guckt einfach dumm aus der Wäsche. Das ist okay. Auch ich bin ein Fan davon, dumm aus der Wäsche zu gucken. Oder so ähnlich. Ach, das sind Korallen. Ich wollte fast fragen, warum sind Spinnweben hier unten? Ich habe den Lumm nicht eingesammelt, aber ich ertrinke gleich. Uh-oh. Das war nicht schlau von mir. Ich meine, ich habe bestimmt auch schon dümmer ausgemacht, aber das war nicht schlau von mir, aber ich habe auch nicht drüber nachgedacht, dass ich auch noch auf dem Rückweg irgendwelche Lumps brauche. Habe ich den einen doch eingesammelt? Nein. Wollte schon sagen. So. Einsammeln, draufschießen. Ich
glaube, Carmen kann man nicht hören. Aber ja, die Piranhas wollen ihre Luftblasen wegnehmen. Die sind halt doof. Wir brauchen die Luftblasen, damit ich hier nicht ertrinke. Da war für ein paar Sekunden war ein glücklicher Raymond da zu sehen. Das ist nicht gut. Ah, ich habe selten so viele Probleme mit dem Schwimmen gehabt wie hier. Aber das heißt ja nichts. Vor allem sind es aber auch die mächtigsten Piranhas, die es im Rayman-Universum gibt. Denn normalerweise sterben sie mit einem Schuss. Hier sind sie so widerstandsfähig, dass es denen quasi nichts ausmacht. Ich bin mir ziemlich sicher, ich bin in meinem Leben noch nie ertrunken. Also in diesem Spiel ertrunken. Wäre ich in echt mal ertrunken, dann, ja. Geister-LP. Und Geister arbeiten gehen, das. Nä. Hätte ich ja mal gar keinen Bock drauf. So. Immerhin sind wir schon mal so auf dem Weg, dass wir hier nur noch 5 Lumps brauchen. Wo kommen die Luftblasen eigentlich raus? Ich will den Lump. Ja, aber. Ah, ich schaffe schon wieder, mich ertrinken zu lassen. Naja. Geh weg. 2 Lumps noch. Zwei. Oh mein Gott. Okay. Okay. Ei. Das war viel zu schwierig. Also, das ist schwer, aber es war viel zu knapp für das, was es eigentlich ist. Holy cow, ey. Aber damit haben wir schon mal mehr als ein Viertel aller Lumps, die wir brauchen. Für 100% wohlbemerkt. Tja, und ich muss jetzt herausfinden, ob die. Ich mache das wahrscheinlich nach dem Part wieder. Gehe ich nochmal rein und guck nach, aber. Ja, vielleicht macht der das auf. Sonst. Ich kann ja nichts dahin tragen. Denke ich. Oh nein. Geht ja noch weiter. Es ist schwieriger aus dem Wasser zu kommen, als man vielleicht glauben würde. Vor allen Dingen, wenn die Kamera mich direkt wieder zu mir dreht, sozusagen. Ah, es ist der erste Bosskampf. Ah. Das erklärt das allerdings wieder. Suchen, damit Polokus zurückkehrt. Das ist unsere letzte Chance, die Piraten zu vertreiben. Wer sagt mir, dass du nicht einfach ein Dieb bist? Nur dein Mut und deine Stärke können mich überzeugen. Mach dich bereit zum Kampf! Also ich bin ja ehrlich, die Stimme passt so gar nicht zu seinem Gesicht. Ah, viel zu früh gesprochen, also beziehungsweise
nicht gut gesprungen. Ah, nein. Nein! Ah. Und ich wollte es first tryen. Also es ist kein schwerer Kampf. Alles, was wir machen müssen, ist bis nach oben kommen. Aber die Musik echt komisch klingt gerade für mich. Aber wenn wir hier sind, den Eiszapfen attackieren. Und das war's. Wir haben also quasi diesen armen Kerl den Kopf weggesprengt. Ich glaube, die Musik laggt einfach. Als wäre das hier so grafisch intensiv wie noch nie. Aber PS1-Version, vielleicht ist das immer so. Vielleicht ist es auch, weil meine Version halt, ne, ein paar Kratzer hat die wohl. Ich weiß es nicht genau. Aber, naja. Und da sind wir bei der ersten Maske. Hallo, ich bin Polokus, das Bewusstsein der Welt. Aha, du hast die erste meiner vier Masken gefunden. Weit entfernt kann ich nur in Träumen zu dir sprechen. Bringst du mir die letzten drei Masken, erwache ich. Und helfe dir, die Piraten zu bekämpfen. So hatten wir wenigstens schon mal den ersten Einblick auf Polokus. Polokus. Polokus, den Typ mit den langen Armen. Der uns angeblich helfen soll, die Piraten zu vertreiben. Ich gehe da gleich rein. 180 brauchen wir, um weiterzukommen. Ist allerdings, ne, schon noch relativ knapp, ne? Also. Du hast die erste Maske vor den Piraten gefunden. Verliere keine Zeit. Sie suchen schon nach der zweiten. Ich hoffe, du hast die 150 Lumps, um die Türe zu entriegeln. Ja, ich habe sie.
Steinkoloss geschickt. Sly hat mit ihm geredet. Er ist bereit, dir zu helfen. Hey, endlich mal eine gute Nachricht. Vergiss aber nicht, möglichst viele Lumms zu sammeln. Wir benötigen 400 Lumms, um die nächste Türe zu öffnen. Und nun los! Wow, erstmal so, ey, verdoppel mal deinen Lumms-Counter hier, ey. Oh, das ist 10 Minuten. Ich habe das Gefühl, die ganze Musik ist ein bisschen am Stottern. Weird. Nicht, dass mein Grabber irgendwann den Geist aufgibt. So, ich glaube, für diesen Part muss das dann reichen, einfach weil es jetzt zwei Cutscenes war. Ich werde jetzt, so wie man es jetzt gerade sieht, nochmal zu dieser Tür gehen und gucken, ob der lila Pirat die öffnen kann. Wenn wir da relativ zügig einfach nur hinlaufen, geht das ja. Untertauchen. Untertauchen. Danke. War das jetzt zu kompliziert? Gehen wir mal eben einfach gucken. Also mir fällt tatsächlich nur ein, dass aus irgendeinem Grund vielleicht wirklich dieser Pirat das aufschießen kann. Ansonsten wüsste ich gerade nicht, wie man da drankommen soll. Ich sehe nichts. Und ansonsten, ja, ein bisschen merkwürdig, wie man einfach an diese erste Maske rankommt, ne? Zack, bum, peng, erste Tür, mach rein, tschüss. Hier hast du einen Wächter, Eiszapfer auf den Kopf, tschüss. Naja, obwohl die Musik klingt normal. Ah, natürlich jetzt gut gezielt, ne? Nämlich gar nicht. Habe ich den Schatten jetzt schon wieder nicht getroffen? Oh mein Gott. Da will man nur mal eben, ne? Nur mal eben ist nie gut. Freeman, du stellst dich jetzt ernsthaft an, diesen blöden Knopf zu drücken. Na gut. Unfassbar. Aber okay. Dann töte ich den Kerl halt nochmal langsam. Tragedy! Tragedy! Komm schon! Gut. Fein. Geht zufrieden, hoffentlich. Lauf! Weißt du, ich habe ja immer das Gefühl, Raymond tut einfach nur so, weil so anstrengend sieht das Gelaufe nicht aus, ne? Aber er ist da schon so am Keuchen und Schnäufen irgendwie. So, kannst du irgendwie... Ja, ich meine, die Schüsse explodieren. Yeah.
Okay. Gut, jetzt muss ich ihn nochmal hier bekämpfen und das Level durchspielen, glaube ich zumindest. Also, ihr habt gesehen, wie es geht. Wir haben die erste Maske, wir haben Polokus gesehen. Das soll es dann für heute gewesen sein. Das nächste Level scheint ein bisschen länger zu sein, deswegen habe ich gesagt, das machen wir nicht. Und damit verbleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Und auch beim nächsten Mal kann sich Rayman an seinen lila Lums vergreifen. Und wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, hinterlasst ein Like, kommentiert das Ganze, abonniert meinen Kanal, guckt euch die über 1000 Videos an und mehr als 100 Projekte in Playlisten. Viel Spaß damit, macht's gut!